Das Prinzip von Cavalieri, ich habe hier ein Prisma, also ganz ein gerades Prisma, und wenn ich das jetzt hier so schief mache, dann habe ich ein schiefes Prisma und das Volumen bleibt aber logischerweise gleich. Ja, egal, was ich mit diesem Ding mache, das Volumen ist immer gleich. Ich habe immer die gleiche Grundfläche hier und habe immer die gleiche Höhe und deswegen habe ich auch das gleiche Volumen. Ich kann jetzt ein Prisma in noch mehr Teile teilen. Das habe ich jetzt versucht. Ich habe jetzt hier noch ein Prisma. So. Genau. Und das mache ich jetzt wirklich zu einem schönen schiefen Prisma. Die Höhe bleibt gleich, die Grundfläche bleibt gleich und deswegen bleibt das Volumen gleich. Und die Art und Weise, wie schief dieses Ding ist, ist völlig egal.